Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jessin. Wenn ihr euch fragt, wo ich denn die letzten Tage so abgeblieben bin, hier mal die Infos. Ich war auf der Road to BlizzCon. Und zwar ist das das europäische Finale gewesen für die Teilnehmer, für die BlizzCon im November. Hier wurden die Tournaments gespielt. Ich stelle euch mal den Link rein, wer es nicht kennt. Es ging um jede Menge Preisgeld in den Bereichen World of Warcraft, Hearthstone und Heroes of the Storm. Ich habe sehr, sehr spannende Matches gesehen. Es gab auch ein paar kleine Gimmicks, unter anderem für die Personen mit Early Access. Da gab es so ein Ticket, gab so eine Medaille, die man hier praktisch bekommen hat. Also so eine silberne Münze mit Heroes of the Storm. Also alles in allem war es ein sehr, sehr gelungenes Event mit Tausenden von Zuschauern. Auch das Rahmenprogramm war, sag ich mal, ansprechend. Ich war sehr erstaunt über die ganzen verkleideten Spieler, die kamen mit teilweise unglaublich aufwendigen Kostümen. Also, werde mal schauen, ob ich ihn finde. Den Taikos, der war mal fast 2,50 Meter hoch, also wirklich absolute Norm. Also, alles in allem echt ein Gratulation an Blizzard. Das war ein sehr, sehr gelungenes Event mit sehr spannenden Turnierspielen, vor allem auch im Bereich Hearthstone, was ich mir ja nicht gedacht habe, denn ich bin nicht so der Hearthstone-Spieler, aber was hier bei den Tournaments abgeht, ist auch wirklich rein vom Zuschaueraspekt her sehr spannend und kann ich jedem mehr oder weniger nur empfehlen. Also schaut mal bei den Streams vorbei, vor allem bei den Tournament-Streams. Das zahlt sich garantiert aus. So, und jetzt, bevor noch die Frage kommt, ich weiß, sie brennt euch auf den Zungen. Ja, ich habe Overwatch gespielt. Ja, ich habe es mehrfach gespielt. Und ja, es wird ein sehr, sehr cooles Spiel. Also speziell jetzt für Overwatch, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, ab damit in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe mich dreimal angestellt, dreimal gespielt. Als kleiner Hinweis mit dem Early Access Ticket war morgen nicht so viel los. Man konnte praktisch mit 20 bis 30 Minuten warten, Overwatch spielen. Das Spiel war rundenbasierend, also einmal als Angriff, einmal als Defense und die Runde dauerte circa 5 Minuten. Sollte man erst später reingelassen wurden, da war die Warteschlange eher bei 1 bis 2 Stunden und das ist schon relativ lange warten, um eben 10 Minuten zu spielen. Aber wie gesagt, wollt ihr irgendwas über Overwatch wissen, ab damit in den Kommentaren. Generell habt ihr irgendwelche Fragen, wie immer, stellt sie in den Kommentaren, denn ansonsten wird das Video einfach zu lange, wenn ich euch alles erzähle. Also wenn ihr irgendwas über die Road to BlizzCon wissen wollt oder wieso die Spiele waren, meine Eindrücke oder jetzt speziell auf Overwatch, denn da gibt es ja noch nicht so viele Informationen, ab damit in den Kommentaren. Ich beantworte es euch dann natürlich gerne. So, Leute, und weil das Beste immer zum Schluss kommt, jetzt noch ein hammermäßiger Hinweis für euch. Es wurde sehr oft gefordert und jetzt habe ich mich dazu durchgerungen und zwar gibt es jetzt einen offiziellen Streaming-Plan von mir. Das bedeutet, ihr könnt mich live erwischen, ihr könnt von mir gepusht werden, mit mir gefarmt werden und was natürlich viel wichtiger ist, ihr könnt mir direkt Fragen über Builds und so weiter stellen. Das Ganze startet auch gleich direkt heute, also Dienstag ist ein fixer Termin ab 20 Uhr. Erwischt ihr mich live in meinen Stream. Ich links euch nochmal hier rein und unterhalb in den Kommentaren. Druckt auf Follow, damit ihr hier nichts verpasst, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich online gehe. Und ansonsten bleibt mir noch eins zu sagen: viel Glück, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns heute um 20 Uhr.